So, Regen hatten wir ja jetzt genug. Was kommt denn jetzt eigentlich am Wochenende? Gleich zwei umeinander kreisende Tiefdruckgebiete bestimmen die Wetterlage erstmal heute in Schleswig-Holstein. Sie bringen von Nordosten Regenschauer und Schnee. An der Ostseeküste besteht aber weiterhin Hochwassergefahr. Grund für die Niederschläge ist der starke Temperaturunterschied zwischen der Ostsee und der Luft. Aber da schauen wir auch gleich nochmal genauer drauf. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 4. Januar. Ich bin Kirsten Stünkel und diese Themen habe ich euch mitgebracht. Wohnungslos im Winter, Protestaktion, Landwirte fahren zu Habeck und was Kaminbesitzer nun beachten wollen. Außerdem haben wir noch ein paar Wochenendtipps mitgebracht für euch. Jetzt schauen wir aber erstmal nochmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Ortsteile werden überflutet, Gebäude mit Menschen und Tieren müssen evakuiert werden. Die aktuelle Hochwasserlage hält viele Menschen in Deutschland in Atem. In Niedersachsen und Bremen ist die Hochwasserlage ja besonders angespannt und auch Ostholstein ist stark betroffen. Meine Kollegin Carolina Meyer-Schilf hat sich die Extremwetterlagen rund um den Jahreswechsel genauer angesehen. Carolina, inwiefern kann man das denn mit bisherigen Wetterereignissen vergleichen? Gab es das schon mal so in dieser extremen Form? Man darf ja nicht vergessen, es ist Silvester, also Winter, da kann es natürlich häufiger mal zu extremen Wetterereignissen kommen. Das ist auch in den letzten Jahren immer mal wieder der Fall gewesen. Es gab starke Nebelvorkommen, wo selbst Rettungskräfte nicht mehr durchkamen, weil man Sichtweiten unter 5 Metern hatte. Den Leuten im Norden ist wahrscheinlich noch besonders erinnerlich, die Schneekatastrophe 1978-79, die war tatsächlich extrem. Da waren Dörfer tagelang von der Außenwelt abgeschnitten, Autos blieben liegen auf Autobahnen, Schneeverwehungen in mehreren Metern Höhe. Es gab Tote in Ost und West. Also das ist, glaube ich, ein Wetterereignis, was alle anderen bisher in den Schatten gestellt hat. Kann man denn den aktuellen Starkregen dem Klimawandel zuordnen? Es ist immer schwierig, ein einzelnes Ereignis allgemein dem Klimawandel zuzuordnen. Eigentlich kann man das erst sagen, wenn wir ein paar solcher Winter hinter uns haben. Es deutet aber sehr viel darauf hin, dass wir künftig so etwas häufiger erleben werden. Starkregen mit milden Temperaturen, auch im Winter, wo es früher kalt war und eisig. Und wenn das der Fall ist, und wie gesagt, Klimaforscher weisen darauf hin, dass das so ist, kann man eben schon sagen, dass der Klimawandel uns künftig häufiger solche Wetterlagen bescheren wird. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Bund, Länder und Kommunen jetzt Konzepte entwickeln und entsprechend vorsorgen. Und wie ist es bei euch? Entspannt sich die Lage in Niedersachsen und Bremen? Es sah zwischenzeitlich so aus, als würden sich die Pegel wieder entspannen. Das war auch der Fall. Die Wasserstände sind zurückgegangen in Niedersachsen und Bremen. Allerdings kam gerade gestern Abend nochmal eine neue Warnung über die Warn-App Nina, dass eben aufgrund der starken Regenfälle jetzt aktuell der Wasserstand wieder steigt. Das heißt, wir haben das noch nicht hinter uns. Aber wie sieht's denn in Schleswig-Holstein aus? Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Ostholstein und Plön hatten am Mittwoch alle Hände voll zu tun, um die Wassermassen in den Griff zu bekommen. Die Pumpen liefen stundenlang, um vollgelaufene Keller und Straßen zu lenzen oder sich immer wieder aufstauendes Wasser geregelt abzuleiten. Besonders dramatisch, auch in der Anzahl der Einsätze, sah es in der Gemeinde Bosau aus. Alle Infos dazu findet ihr im Live-Blog, den ich euch verlinkt habe. Aber wie schaut's eigentlich in den nächsten Tagen aus? Der Meteorologe Kent Heinemann von Wetterwelt in Kiel hat im Gespräch mit uns, mit SRZ.de, für morgen eingeordnet, dass südlich von uns, also über Ostfriesland, ein Tiefdruckgebiet vorbeiziehen würde. Es soll wolkenreich bleiben, vor allem südlich des Nordostseekanals drohe Schnee. Aber ob der Schnee liegen bleibe, das wisse er noch nicht. Alle Links zum Wetter und auch zum Hochwasser habe ich euch einmal in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Schleswig-Holstein steigt. Die Möglichkeiten der Notunterkünfte werden aber nicht von allen genutzt. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Katrin Klärschen von der Diakonie nennt Forderungen, wie Unterkünfte menschenwürdiger gestaltet werden könnten. Also wir wünschen bzw. fordern Einzelunterbringung für die Person, eine geschlechtsspezifische Unterbringung, eine Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, dies auch rund um die Uhr, eine Ganztagsmöglichkeit, sich in den Räumlichkeiten aufzuhalten und auch immer jemanden anzutreffen, mit dem man
seine Problemlagen besprechen kann. Auch die Mitnahme von Tieren befürwortet Katrin Kleschen. In einer Einzelunterbringung sollte das möglich sein. Die ordnungsrechtliche Unterbringung ist Kommunalsache. Das ganze Video von Marie Glöh findet ihr auf shz.de und über den Link in der Beschreibung. Und nun schauen wir, was in Schleswig-Holstein noch wichtig ist. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Am Montag startet die bundesweite Protestwoche der Landwirte gegen die Streichung der Agrardieselsubventionen. Die Kreisbauernverbände Flensburg und Schleswig planen den Höhepunkt ihrer Aktionen für den nächsten Mittwoch, den 10. Januar. Geplant ist dann eine große Sternfahrt mit rund 200 Treckern und anderen Großfahrzeugen quer durch Flensburg bis zum Wahlkreisbüro von Robert Habeck in der Heinrichstraße. Und wer jetzt bei dem Wetter denkt, ach, dann mache ich einfach doch den Kamin nochmal an, dem sei gesagt, der Countdown läuft. Ab dem 1. Januar 2025 dürfen viele Kaminöfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht mehr betrieben werden. Der Grund sind nämlich strengere Feinstaubemissionsregeln. Diese besagen, dass Holz- und Kaminöfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 in Betrieb gegangen sind, nachgerüstet, stillgelegt oder ausgetauscht werden müssen. Zwei Schornsteinfeger aus Eckernförde und Fockbeck haben auf shz.de Tipps gegeben, worauf zu achten ist. Den Link gibt's natürlich in den Shownotes. Und zum Abschluss gibt's noch einen Ausblick für euch von meiner Kollegin Antonia Nikolaisen. Diesen Sonntag ist wieder verkaufsoffener Sonntag. Und zwar in Hamburg und Elmshorn. Falls ihr also noch nichts vorhabt, nutzt den Tag. Und Ernie und Bert mag vielen noch bekannt sein. Dieses Wochenende habt ihr die letzte Chance, noch die Ausstellung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Sesamstraße im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu besuchen. Und wer es lieber etwas ruhiger mag, diesen Freitag findet wieder eine Fackelwanderung am Timmendorfer Strand statt, welche mit Geschichten über Land und Leute begleitet wird. Und am Samstag geht es dort direkt weiter mit dem Neujahrsglühen, mit Grillwurst, Glühwein, Kakao und Showprogramm der Feuerwehr Timmendorfer Strand. Und wer nach Silvester schon wieder in Partylaune ist, den erwartet das Between the Seas Indoor Festival in Neumünster in den Holstenhallen. Danke an Antonia Nikolaisen. Die nächste Folge von Guten Morgen SH, die gibt's natürlich am Freitag um 5.30 Uhr, das ist der 5. Januar. Und ihr könnt natürlich alle Themen einmal nachlesen auf shz.de. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne in unsere neue Audio-App. Da gibt es alle Inhalte auch kostenlos zum Anhören. Habt einen guten Start in den Tag.